Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Zusammen mit euch werde ich meine Modelleisenbahnanlage in Spur H0 aufbauen und dabei jede Neuigkeit, soweit es geht, dokumentieren. In diesem Video möchte ich gerne mit einer kleinen Vorstellung und einer kleinen Präsentation meiner aktuellen Baufortschritte anfangen. Wie die Anlage gerade aussieht und viele weitere Infos erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! So Leute, das ist nun meine noch im Bau befindliche Anlage. Ihr seht, sie ist in einer L-Form gebaut. Und ja, bis jetzt steht der Rahmen und gerade mal hier der Schattenbahnhof, der aber auch noch nicht fertig ist. So, ich zeige euch erstmal, wie der aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier unten, ich mache mal kurz das Licht an, sieht man was mehr. Und zwar haben wir hier unten angefangen mit einer Rahmenbauweise. Wir haben uns erstmal so ein Untergestell hier gebaut. Und darauf haben wir Stelzen befestigt, worauf hier oben weitere Balken befestigt sind. Und auf diesen Balken drauf kommen dann jeweils nur auf den Stellen, wo auch Schienen liegen, Platten drunter, wie ihr hier seht. Und darauf kommt dann ein Dämmstoff, das ist einfach nur so eine Fliesenunterlage, wie heißt es hier? Wenn man ein Parkett verlegt, legt man das da drunter als Trittschalldämmung. Das verwenden wir dafür. Und dann kommen da die Schienen drauf und die werden dann, ich weiß nicht, ob man es sieht, festgenagelt. Noch sind sie nicht fest, da ich sie erstmal noch Funktion testen muss. Ich muss auch sicher gehen, dass auch wirklich jede einzelne Schiene hier Strom leitet. Das ist ja dann blöd, wenn die Bahn später stockt. Ja. So viel eigentlich zum Aufbau der Anlage. Mehr fällt mir aus dem Stegreif nicht ein. Ja, ich kann euch das Ganze nochmal von unten zeigen, wie es da aussieht. Dafür muss ich kurz mal hier runterkriechen. Ah. Ja. So passt das. Ihr könnt ihr sehen, so sieht es von unten aus. Hier liegt noch diese Trittschalldämmung und ein paar Balken und Bretter, die wir noch verwenden werden auf jeden Fall. Hier unten ist ein bisschen, also nicht nur für die Modellbahn, wie man sieht, sondern auch ein paar andere Gegenstände, Verpackungen und so. Und hier unten im Karton, was da drin ist, das werde ich euch in einem weiteren Video noch zeigen. Da sind so schon die ganzen Schmuckstücke drin, die ich so besitze, was Modellbahn angeht. Also da kommen schon ein paar Highlights auf euch zu. So, dann habe ich hier im Karton ein paar Gleise drin, die ich mir gekauft habe. Viele davon sind schon verbaut. Ihr seht ja, wir brauchen massig Gleise. Und dafür vor allem auch ein bisschen viel Taschengeld. Und ja, ich habe vor kurzer Zeit ein Video hochgeladen von den Gangelter Modellbautagen. Da habe ich ein bisschen was abgestaubt. Ein paar Schienen hier, wie man sehen kann. Ich kann die mal auspacken. Ja, raus damit. Hey. Wartet mal. Stellt euch mal hier hin. Besser ist das. So. Hier habe ich eine kleine Ausbeute gemacht und zwar für einen ziemlich guten Preis ein paar Gerade. Dann die zwei hier, die zwei elektrischen Bogenweichen, habe ich für zusammen 25 Euro gekauft. Und dann noch so ein paar weitere Schienen, ein paar Ausgleichsstücke und ein Anschlussgleis, ist auch wichtig.
So, wie wird jetzt mein weiterer Weg sein? Also wahrscheinlich dann der Inhalt des nächsten Videos. Oder ja, mal sehen, ne? Auf jeden Fall müsste ich jetzt die Schienen hier, die ich gekauft habe, verbauen. Ich kann euch mal grob erklären, wie der Verlauf sein wird. Hier, das wird ausgeglichen, da kommen Stücke zwischen. Dann wird die, wir haben bis hier gedämmt und dann nicht mehr, weil es dann einen Aufstieg geben wird. So wird die Bahn hochfahren. Das ist ja nur der Schattenbahnhof, ne? Also von daher, die wird hochfahren. In, weiß ich, 2 cm pro, ich weiß gerade nicht genau, was das Maß ist, aber werde ich euch dann noch sagen. Es wird hochgehen. Einmal um die Kurve. Das ist schon wieder was anderes. Und dann, ne, kommt dann die nächste Etage. Von da hinten aus gesehen, geht es hier einmal rund. Wo Trittschalldämmung liegt, ist ebenerdig, das heißt Ebene 0. Und ab hier haben wir wieder aufgehört zu dämmen. Da kommt dann wieder ein Aufstieg, wie man sehen kann. Dafür, ja, da habe ich dann nur noch Schienen für. Mein erstes Ziel ist dann erstmal den Schattenbahnhof fertig zu kriegen. Dafür müsste ich mir dann noch ein paar Weichenantriebe besorgen. Das sind schon ein paar. Ja, hier allein schon 4 Stück. Da hinten, wie viel sind das? 4, 7 Stück. Ja, da kommt schon einiges an Geld zusammen, was ich dafür ausgeben muss. Aber was tut man denn nicht für sein Hobby? Da hinten liegt ein verstorbener Besucher. Alles klar. Ja, das war eigentlich im groben Überblick das erste Video zu meiner Modellbahnanlage. Ach ja, ich wollte noch sagen, sie ist Spur H0. Gleichstrom digital werde ich sie fahren mit einer Roco Multimaus. Aber Näheres dann im zukünftigen Video. So Leute, das war's mit diesem ersten Video zu meiner Modelleisenbahnanlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, um kein weiteres Video zu verpassen. Das unterstützt mich wirklich sehr. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.